Hallo, willkommen zurück. Wieder ein Stück Pizza gegessen. Und hier endlich in der Lage, die Straße fertigzustellen. Hoppla, Verzeihung. Da fang ich mal nochmal an. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade noch ein Stück Pizza gegessen. Wir haben hier die Straße endlich fertig gebaut. Offscreen. Und ja, ich wurde gerade gefragt, was eigentlich mein Plan ist. Mein Plan ist zu gewinnen. Tatsächlich. Ach, wie blöd. Jetzt habe ich hier auf Erfahrung verzichtet. Wir schnappen uns den hier, gehen zurück und greifen nochmal Berlin an, spaßeshalber. Einfach nur, um ihnen zu zeigen, dass es uns auch noch gibt und dass sie sich nie sicher sein dürfen. Wurde zu wählen. Zürich braucht kein Kolosseum, aber eine Universität. Wir machen jetzt überall mal eine Universität hin. Wir bauen überall eine Universität. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, an dem wir den letzten Angriff auf Berlin starten. Also manchmal, weißt du, nee. Oh, aber will schon nicht mal Hamburg. Ne? Trotzdem muss ich hier ablehnen. Das wird er nicht bekommen. So, mit den Triebböcken müsste ich eigentlich in der Lage sein. Lass uns zusammenarbeiten, ja. Schluss mit der Neutralität. Aber wenn wir zusammenarbeiten, hätte er doch eigentlich den Krieg gegen Sydney jetzt aufhören können. Ich weiß auch gar nicht, was er an Sydney so interessant findet. Sie haben wieder Luxusressourcen. Noch sind sie geopolitisch irgendwie interessant. Ich kann ihn mal fragen. Ah, Kuala Lumpur. Hat er auch schon übernommen. Ich glaube, es ist einfach sein Ding, alles zu übernehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir das auch bald sind. Aber das hat noch Zeit. So, anstatt weiterhin jetzt Fernkampfeinheiten zu bauen, sollten wir auf jeden Fall Fortify, sollen wir auf jeden Fall demnächst Nahkampfeinheiten bauen. Kannst du hier angreifen? Nee. Und hier will ich dich nicht haben. Okay, Fortify. So, nächste Runde. Ja, die Möglichkeit wäre es natürlich über Dortmund. Forschungsabkommen, 52. Da habe ich kein Geld für. Sorry. Napoleon hat Frieden mit Sydney geschlossen. Haha, nice. Wahrscheinlich werden wir jetzt doch zusammenarbeiten. Und Hamburg hat eine Verbindung. Sehr gut, das bringt Geld. Geld, Spaß, spart Zeit. Automate, Automate. Tribouché, Fortify, Fortify. Halt, nee, 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 nee. Hier greift ihn hier an. Das ist klar. Und hier greift ihn an. Das ist auch klar. Da gibt es nichts. Dann der große Prophet, den nehmen wir gleich. Handelsweg und den ersten Langschwertkämpfer am unwegsamen Gelände. Sehr gut. Und dann bauen wir noch mehr. Hier unten wird eine gebaut, dann noch zwei Universitäten und eine Kaserne. Das ist doch ideal. Die ideale Kombination aus Einheiten und Wissenschaft. Und dann würde ich vorschlagen, bauen wir noch mehr Langschwertkämpfer. Die sind ja ideal, um Städte einzunehmen, denke ich mal. Religion verbreiten braucht man nicht. Vatikanstadt, Hamburg, ja gut, Hamburg. Wir haben doch, nicht wahr, wir haben doch plus 20% Kampfstärke in der Nähe von freundlich gesinnten Städten mit dieser Religion. Das bedeutet, wir wollen Hamburg auf jeden Fall wieder interventionistisch machen, um dort die 20% zu bekommen. Das wäre ja sonst Verschwendung. Da hätten wir das nicht machen müssen. Und jetzt flieht er wieder. Färbemittel annehmen. Ja, 42 Gold. Jetzt haben wir auch sowas von vielen Gold. Bautrupp Automate. Hier immer mehr Bautrupps. Mir kommt es vor, als ob uns die irgendwie geschenkt werden würden. Werden sie uns auch. Zack, nehmen. Zack, zurück. Dann greifen wir hier nochmal an. Immer fester drauf. Piu. Piu. Ich mach mal, weil jetzt auch schon spät ist, Ihnen Optionen, den schnellen Einzelspielerkampf an, damit das Spiel nicht mehr ganz so lange dauert. Du kannst
kämpfen, aber gegen niemanden in Reichweite. Okay. Nee, wir machen Hamburg. Egon Sonistisch, was machst du denn jetzt? Warum laufst du denn hier rum? Warum laufst du nicht durch den Vatikanstaat? Seltsam. Hier das Trebuchet müssen wir austauschen. Ist schnell gemacht. Minus 25, minus 32. Noch öfter kann er nicht sofort Heilung nehmen. Der Zug ist abgefahren. Münzanstalt. Genau das brauchen wir. Geld ohne Ende. Jetzt haben wir richtig Geld. Das liegt am goldenen Zeitalter. Ich habe mich ja vorhin gefragt, woran das liegt, dass wir zu viel Geld haben. Lag am goldenen Zeitalter. Du heilst, du kommst hierhin und zerstörst ihn. Ah, das ist doch schon viel schneller. Zurück kannst du nicht, musst von Dortmund angegriffen werden, aber dann sehen wir ja, ob du in der Lage bist, eine Runde vor Berlin auszuhalten. Du Orte mir das auch. Ach so, die ganzen Bauarbeiter kosten natürlich Geld. Ich glaube, wir werden viele, viele, viele Bauarbeiter jetzt auflösen, um Geld zu sparen, denn sie sind unnötig. Ich glaube, das macht Bismarck absichtlich. Weiß sie genau wissen, dass wir sie nicht auflösen werden und dann jede Menge Geld brauchen. Einheit wurde getötet? Nein! Wie haben sie das denn geschafft? Okay, wahrscheinlich über Religion oder so. Na, das Städteverteidigung, das kann ich mir vorstellen. Berlin geht nicht. Paris wollen wir aber auch. Wir gehen nach Berlin. Wir gehen nach Berlin und hoffen aufs Beste. Heieiei, der liebe Langschwertkämpfer. Da haben wir uns wieder rauslocken lassen. Das ist schon okay. Nee, wir müssen Dortmund auf jeden Fall einnehmen. Geht nicht anders. In Luzern bauen wir noch eine Triere. Wobei, wie sieht es aus? Bankwesen. Noch eine Runde Bankwesen. Okay. Dann bauen wir überall eine Bank und dann gehen wir mal wieder auf eine maritime Technologie, um uns eine schöne Armada aufzubauen. Der Langschwertkämpfer ist fertig. Das Nationalepos wäre gut. Alhambra. Alle neu ausgebildeten Nicht-Dufteinheiten erhalten Beförderung Drill und die Kampfstärke in unwegsamem Gelände verbessert. Kostenlose Burg steigert Kulturproduktion um 20%. Hört sich sehr gut an. Dann haben wir nämlich den Drill schon mal fertig. Die Schmieds hat auch fertig gebaut. Der große Prophet steht vor Hamburg. Kann sogar nach Hamburg rein, ne? Nee? Ah ja, weil ein großer General drin steht. Und die Religion verbreiten. Ja, und da sind wir Egon Sonistisch und bekommen plus 20% Kampfstärke. So, wir brauchen noch mehr Langschwertkämpfer. Das ist klar. Dazu. Ach, wieso hast du denn so keinerlei. Ja. Gibt es eine. Entfernen ist. Auflösen. Ja. Entfernen. Ja. Und ihr seht, wie das Geld in die Höhe schnellt. Plus 23. Den Armbrustschützen würden wir gerne behalten. Fortify gegen Städte. Fortify. Den Bautrupp. Entfernen wir. Yep. Plus 26. Den Tribock fortifyen wir. Genau. Dann haben wir drei Trieböcke. Drei Tribocks. Wo stellen wir die auf? Wir haben ja schon festgestellt, hier ist blöd. Hier werden wir von Berlin angegriffen. Das heißt, den einzigen, den wir aufstellen können, wäre hier und hier. Und dann müssen wir halt mit Nahkampfeinheiten irgendwie zu Wasser. Das werden wir aber nicht überleben, weil wir wissen, dass Hamburg, dass Dortmund so gut ist in der Verteidigung. Universität. Wobei, jetzt bauen wir nirgendwo Nahkampfeinheiten, ne? Ja, machen wir erstmal 10 Runden. Banken brauchen wir auch noch. Ich kann mir vorstellen, sogar Banken zu kaufen. Das kommt ja schnell wieder rein. Der Kompass, endlich mal. Oh, sehr schön. Der Kauf von Objekten in Städten kostet 25% weniger und eins Wissenschaft für Münzanstalt, Markt, Bank und Börse. Das nehmen wir. Wir kaufen nämlich relativ viel Zeug. Und werden auch viele Münzanstalten, Banken und Börsen haben. Sperrfeuer, nee, gegen Fernangriffe doppelt. Dann kannst du nämlich probieren, hier nochmal hinzugehen. Greifst dir an. Super, aber wir lassen uns nicht rauslocken. So blöd sind wir dann nicht. Wir könnten den Egonzianismus in Berlin verbreiten. Super. Oh, das ist natürlich eine gute Idee.
Das war ja besser als geplant. Ich habe eigentlich nur irgendwie ein bisschen trollen wollen. Aber jetzt bekommt Berlin ja gar nicht mehr die Boni von seiner Religion. Das ist geil. Das ist toll. Und da ist endlich mal ein Langschwertkämpfer. Und da ist der zweite Langschwertkämpfer. Ja, Dortmund einnehmen geht nur zu Wasser. Da haben wir noch keine Möglichkeit. Da muss erst der Kompass entdeckt werden. Und ja, guck mal, kannst du Dortmund auch gleich. Ah, jetzt hast du alles verloren, ne? Ja. Ja, greif nochmal an. Minus 32, sehr gut. Kannst du hier mit ihm tauschen? Nee, natürlich nicht. Aber du kannst eins nach vorne und dann angreifen. Ja. Oh! Er hat keine Fernkampfeinheit mehr da. Sehr gut, sehr gut. Dann geht er mal hier hin, damit er nicht getötet wird. Dann schauen wir mal vielleicht in Dortmund nicht irgendwie doch ein bisschen Trouble machen können. Wenn sie in die Bredouille bringen. Und tatsächlich, so viel haben wir nicht verloren. Hamburg kann einen Gegner angreifen, da hat sich ein Kompositbogenschütze zu uns verirrt. Das passiert schon mal. Da räumen wir aber natürlich gleich auf. Oder auch nicht. Oder doch. Mizunar? Florenz? Florenz? Sydney? Florenz? Ein christlicher Missionar aus Florenz? Seltsam. Religion verbreiten. Adieu Christentum. Sagt Hallo zum Egozentrismus. So, das bringt nicht viel. Wenn, dann müssen wir hier mit angreifen. Das können wir aber erst nächste Runde. Heilen. Ah, jetzt haben wir uns vielleicht doch wieder rauslocken lassen. Naja, sollen sie ruhig kommen. Kanonen, wenn wir nur Kanonen hätten, die drei angreifen können. Boah, da sind wir auch tot, wenn wir das machen. Ah nee, wir können von hier aus angreifen. Sind aber auch tot. Von daher lassen wir es. Ah, warte. Hier steht es sehr gut. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier zurück? Aber da sind. Ja, nee, wir bleiben hier. Fortify. Bringt 5% mehr. Bereitschaft. Nächste Runde. Schau mal, was er hier vorhat. Er hat nichts vor. Das ist sehr gut. Verliert seine 30 Punkte. Kann von ihm hier getötet werden. Er zieht sich zurück. Zurück. Nee. Zurück. Er geht vor. Er gesellt sich hier hinzu. Ah, jetzt die gute Nahkampfeinheit ist natürlich jetzt nicht da, um. Warum ist Berlin nicht mehr egozentristisch? Ah, das ist die heilige Stadt. Ja, okay, da können wir so schnell nichts ausmachen. Dafür ist Dortmund jetzt da. Aber wir können ja einfach hier nochmal mit dem großen Propheten Berlin in ihrem Glauben schwächen. Nee, dann geht doch. Oh, von hier aus kannst du Dortmund nicht angreifen. Ja, natürlich kannst du ja von hier aus nicht Dortmund angreifen. Dann zerstörst sie und hier auch. Forschen wählen. Druckerpresse, Akustik, Schießpulver, Musketier, Astronomie, Karavelle, Karavelle. Einer benötigt Befehle. Da gehst du nach Hamburg und heilst. Der große General bleibt dort. Nächste Runde. Wir haben irgendwas. Wir haben nichts verloren. Das ist sehr gut. Dann tauschen wir euch beide aus. Der große Prophet geht wiederum nach Berlin. Wir gehen hier nochmal in Stellung, probieren unser Glück. Haben hier abermals es nicht geschafft zu gewinnen. Okay. Ha, jetzt sind wir hier von zweien angreifbar. Und schnappen uns nochmal ihn. Okay. Gegen Fernkampf, das ist sehr gut. Wir greifen ihn an. Mit dir auch. Ja, Langschwertkämpfer. Langschwertkämpfer sind sehr gut. Langschwertkämpfer sind sehr gut. Wir heilen und machen ja nichts. Genauso wie ich bin mit dir. Nächste Runde.
Ha. Das heißt, er hat Angst. Ja, aber wir nehmen es an. Wir nehmen es an. Ab. Es ist Zeit für Frieden. Es ist Zeit für Frieden. Das sind ja eh nur 10 Runden. Wir haben jetzt all seine Luxusgüter. Ein bisschen Kohle. Ui, fast 1000. Und endlich mal Zeit, hier ein bisschen Luft zu schnappen. So, Triere. Du fortifierst. Du fortifierst, ihr fortifiert alle. Ah, oh, eine Lage. Dann Produktion. Schweizer Bank. Produktion. Schweizer Bank. Produktion. Nichts. Deutschland ist Unsere Missionare zerstört. gehen wohin zu wünschen. Unsere diplomatischen Beziehungen sind eh dahin. Hier nehmen wir abermals Seeräuber, um Städte besser einnehmen zu können. Und bauen, jetzt pass auf, Gallias Marineeinheit, die mit ihrem Fernkampfangriff die Hoheit auf dem Meer an sich reißt. Die nehmen wir. Die brauchen wir für Paris und für Dortmund. Nun gut, wir sind denunziert worden. Aber was soll's? 1000 Jahre ging der Krieg, wirklich? 1000 Jahre? Schon krass. Aber wir haben Hamburg behauptet und sind als Sieger aus dem Krieg hervorgegangen. Machu Picchu von Bismarck vollendet. Lustig. Machu Picchu bei Berlin. Oder Machu Picchu. Altdorf verlangt Perlen. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber wenn wir eine Bank bauen können, bauen wir sie. Können wir nicht, weil wir noch keinen Markt haben. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Bauen wir Markt. Ah, es ging nur Hamburg. Das ist euer. Weißt du was? In Hamburg kaufen wir den Markt. Das passt. Und in Altdorf ist Alhambra gleich fertig. Und dann können wir in Hamburg die Schweizer Bank bauen. Mit dem Silber sind wir da gut bedient. Wir fortifizieren hier wieder vor der Küste. Alhambra. Eine Runde vor uns hat er es fest. Ja. In spitzesten Stöcken, Napoleon. Das wird noch ein Spaß. Nee, das werden wir nicht gewinnen. Ah, oh, die nationale Schatz. Wir haben die nationale Schatzkammer nie fertiggestellt. Nein. Boah. Jetzt beendet er noch den Kreml. Sag mal, hat er überhaupt noch Einheiten gebaut? Ich glaube nicht. Naja, aber wenn wir Berlin einnehmen, dann gehört uns eh alles. Und da ist nur noch Napoleon da, der ein großes Problem ist. Seine Armee ist 6-mal stärker als unsere. Druckerpresse, Schießpulver, Navigation. Freibeuter, Fregatte. Das wird unser Geheimrezept. Damit können wir nämlich auch einmal hier rum und uns einfach nochmal vor Berlin stellen und dann mit allem, was wir haben, drauf. Da kann Bismarck so gar nichts mehr machen dann. Denke ich mal. Die nächsten Leute verabschieden sich. Schön für alle, also das, schön, dass ihr alle hier wart. Ist jetzt auch schon spät, 20 nach 12. Ich bin seit 18:30 Uhr am Stream. Das bedeutet 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1. 7 Stunden. 7 Stunden. Heidanei. Naja. Panzerschiffe. Christentum. Der Arsch. Jetzt hat er mit uns das angestellt, was wir mit ihm gemacht haben. Können wir mit unserem Glauben. Was können wir da bauen? Inquisitor. Gewalthaufen. Nee, nee, nee. Wie viel brauchen wir für den großen Propheten? 800. Das haben wir gleich, ja. Dann nehmen wir den großen Propheten und machen Altdorf wieder egozentristisch. Kolosseum brauchen wir nicht. Garten. Wir können eine Kombination aus Nationalepos und Garten bauen, um dann viel, viel, viel mehr große Persönlichkeiten zu bekommen. Florenz strebt nach Kultur. Friedensvertrag abgelaufen. Wir könnten theoretisch wieder Krieg führen. Machen wir aber erstmal nicht. Bismarck ist aber Ärgernis geworden. Ja, lass uns anfangen. Zusammen mit Frankreich werden wir ihn zerstören können. Da bin ich mir sicher. Und außerdem haben wir wiederum Florenz und Vatikanstadt auf unserer Seite. Und weiter geht der Tausendjährige Krieg. War eine kurze Friedensphase. Aber jetzt dann doch, ne? Lang genug. So, angreifen.
Ei, das macht Spaß. Was ist denn das hier? Warum bringt das so wenig? Mit dir noch. Und dann haben wir ihn aber. Sehr gut. Dann vor Dortmund Küstenräuberspiel. Oh, wir können. Ah, upgraden. Hätten wir vielleicht vorher schon machen sollen. Dafür ist es jetzt zu spät. Dann weiter geht's. Vor Berlin. Hierhin. Hierhin und Dortmund schon mal angreifen. Ne, nochmal Berlin angreifen. Okay. Dann. Du kannst nicht weiter. Ist okay. Nächste Runde. Wir bauen zwar gerade überall Banken. Die bringen uns jetzt nicht unbedingt weiter im Krieg. La France. Forschungsabkommen. Ja, wir haben genügend Geld. Einheit wurde getötet. Ja, nur die eine. Das passt. Großer Profit geboren. Super. Hamburg kauft Langschwertkämpfer. Wurde zum Wählen. Zürich. Zürich. Ah, ist mit der Schweizer Bank fertig und wir haben alles, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, eine Galeasse. Eine Einheit befördern. Sehr gut. Du bekommst gegen Fernangriffe, denn da wirst du angegriffen werden. Ah, ich würde dich gerne hier hinziehen, um angreifen zu können. Dann bist du aber tot. Nee, warte. Einmal und dann kannst du hier angreifen und du hier. Ja, dann bist du schon mal so weit geschwächt, dass da nicht mehr so viel geht. Dann machen wir diesmal aber sowas und Dortmund platt. Oh, das geht nicht. Okay, dann müssen wir halt hier angreifen. Und du kommst hier hin. Ja. Der Missionar. Ach, das ist ein christlicher Missionar, ne? Einheit auflösen. Okay, können wir dich nochmal upgraden? Nee, aber du bist Küstenräuber, dann kannst du nochmal Dortmund angreifen. Und du auch. Haha. Und da ist Dortmund schon nur noch bei der Hälfte. Wir verbreiten natürlich unsere Religion, damit wir wieder evangelistisch sind. Das ist gut. Nun kommst hier nirgendwo hin. Okay, nächste Runde. Wir haben hier und da was verloren. Napoleon will Gold annehmen. Ich hoffe mal, dass er es zum Guten verwendet. Verwendet. Zum Guten natürlich. Im Krieg. Sofortheilung. Angreifen. Oh, Arschi. Das ist ein Hügel, ne? Na, das ist so blöd. Weil wir dann halt nicht angreifen können. Wir werden dich aufgeben. Tut mir leid. Aber hier ist ja schon jemand, der deinen Platz einnimmt. So. Dann machen wir dasselbe nochmal wie vorhin. Schnappen uns wieder den Vatikanstaat. Und auch Berlin später. Der Armbrustschütze kann jetzt nichts anderes machen, außer Berlin angreifen oder aber ihn hier. Sehr gut. So, einer benötigt Befehle. Da bleibst du mal stehen. Der Bautrupp ist automated, wo beide ihn auch auflösen können. Naja, ist nicht so wichtig. Der Tribok kann auch niemanden angreifen. Yep. Okay. Nächste Runde. Ich hoffe, ihr freut euch genauso La sehr darauf, France, wie ich bitte. weiterhin. Ah, wir bekommen unser Geld zurück. Hier anzugreifen. Ja, doch, der Chat ist begeistert von der Idee. Das wusste ich doch. Hey, Dortmund, super. Marionette erstellen. Mit einem Schiff sogar. Mit einem Schiff eingenommen. Dann gehst du. Bekommst Sperrfeuer. Gehst dort hin und du kannst da nichts mehr machen. Okay. Dann gegen Fernkampf. Und da ist ein Fluss, das bedeutet, du gehst hier hin. Oh, Kanonen. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Naja. Forschung wählen. Schießpulver hört sich doch gut an. Kanonen, Kanonen. Oh, Hamburg. Habe ich was übersehen? Ja. France. Annehmen, annehmen. Super. Verloren. Halb so schlimm. Doppelküstenräuber und heilen. Dann
Haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit, hier von hier aus anzugreifen. So gut wie es eben geht. Und dich hier mal auf, damit du da schnell hinschlawinzeln kannst. Was wir noch brauchen, ist einen weiteren Langschwertkämpfer. Für die nächste Runde. Dann. Ja, den Vatikanstadt auf unserer Seite zu haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Nee, wir entscheiden uns abermals für Berlin oder auch Dortmund. Hier haben wir alles überlebt. Jetzt haben wir den Triburg angegriffen. Das Tribuget. Ja, da müssen wir leider uns zurückziehen, ne? Greifen aber erstmal hier an. Hier auch. Oh, da geht ja gar nichts. Ja, 64 und Kanone. Ist schon heavy. Ja, geh mal jetzt zurück und du bleibst hier. Dafür kommst du her und ziehst hoffentlich das Feuer auf dich. Du kannst in die Stadt und heilen. Das geht jetzt hoffentlich ruckizucki. Fortify. Und du gehst hier zurück. Fortify. Dann haben wir noch Geld. Wir haben Geld und das benutzen wir auch. Brauchen wir ja nicht. In Hamburg. Um. Ah, ich hätte gerne noch. Ah, da können wir nicht kaufen, weil du hier drin stehst. Machen wir einfach so, dass du da heilst. Dann kaufen wir uns in Hamburg noch ein Trebuchet. Tribok, wie es auch so schön heißt. Heilen. Nächste Runde. Haha. Oh, ich bin schon wieder eine halbe Stunde am Spielen. Das bedeutet Pause. Bis gleich.